Das kommt mir komisch vor. Elterngespräch bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung. Pädagogische Fachkräfte haben einen Schutzauftrag für die ihnen anvertrauten Kinder. Das bedeutet, dass sie verpflichtet sind zu handeln, sobald ihnen gewichtige Anhaltspunkte bekannt werden, die auf eine Gefährdung des Kindeswohls hindeuten. Sie müssen also nicht erst dann tätig werden, wenn das Kindeswohl verletzt ist, sondern bereits präventiv, wenn sie einen Verdacht einer möglichen Kindeswohlgefährdung haben. Frau Meier beobachtet seit einiger Zeit den kleinen Max. Ihr sind Anzeichen einer möglichen Kindeswohlgefährdung bei ihm aufgefallen. Mangelnde Gesundheitsfürsorge. Mangel bzw. Fehlernährung. Auffällige Kleidung. Zeichen körperlicher Gewaltanwirkung. Auffälligkeiten in der Kindesentwicklung. Auffälligkeiten bei den Eltern. Frau Meier war bereits aktiv und ist wichtige und notwendige Schritte gegangen. Bei einem Teamgespräch hat sie sich mit ihrer Leitung und ihren Kolleginnen über ihre Beobachtungen und ihren Verdacht ausgetauscht. Sie haben besprochen, dass sie ihre Beobachtungen schriftlich dokumentiert. Außerdem hat ihr der Träger ihrer Einrichtung eine insoweit erfahrene Fachkraft empfohlen, mit der sie sich kostenfrei und anonym zu dem Fall beraten kann. Im nächsten Schritt führt Frau Meier ein Gespräch mit den Eltern. Was gilt es dabei zu beachten? Benennen Sie möglichst konkret und sachlich die Anhaltspunkte einer möglichen Kindeswohlgefährdung, die beobachtet wurden. Vorwürfe, Bagatellisierungen und Dramatisierungen sind zu vermeiden. Suchen Sie gemeinsam mit den Eltern nach Lösungen und bieten Sie Hilfen an. Überlegen Sie gemeinsam, welche Änderungen die Eltern herbeiführen können, welche Unterstützungen seitens der Kita angeboten werden können und welche Unterstützungsleistungen bei anderen Einrichtungen und Beratungsstellen beantragt werden können. Besprechen Sie mit den Eltern, bis wann welche Hilfen in Anspruch genommen werden, und vereinbaren Sie einen neuen Gesprächstermin. Nach dem Gesetz sind pädagogische Fachkräfte dazu verpflichtet, auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinzuwirken. Das Elterngespräch sollte unbedingt protokolliert werden. Beobachten Sie die Familie weiter und dokumentieren Sie Ihre Beobachtungen. Bei Eltern, die kein Einsehen zeigen, ist es Ihr Auftrag, das Jugendamt einzuschalten. Bei kooperativen und einsichtigen Eltern ist eine weitere Beobachtung vollkommen ausreichend. Auf Wiedersehen!